19.10. Leipzig. Robert Stieglitz ist Ihr Hauptkämpfer. Und was erwarten Sie, was erwartet die Zuschauer? Ja, eine große Show. Also Robert macht immer gute Kämpfe. Robert ist der Boxer eigentlich, der am spektakulärsten in Deutschland in den Ring steigt. Ich freue mich riesig. Robert boxt gegen Isaac Egbo, ein Mann aus der Weltrangliste, ein Afrikaner, ein Nigerianer. Wird wahrscheinlich ein hartes Gefecht. Robert muss aufpassen, muss natürlich alles ausspielen, was er kann. Aber was ich ihn bis jetzt gesehen habe mit ihm im Sparring, macht mich sehr zuversichtlich, dass das funktionieren wird. Dirk Chemski, Ihr Cheftrainer, hat gesagt, er stellt ihn so auf die Ebene eines des letzten Arthur Abraham-Gegners. Ein harter Junge, und Arthur sah ja nicht so gut aus in dem Kampf. Wie sieht Robert Stieglitz in dem Kampf aus? Ja, also Dirk hat es schon gesagt, also wie gesagt, er hat ja echt Weltklasse-Sparringspartner und die dominiert er. Und also selber von mir fühle und auch das, was ich vom Trainer höre, er ist in der Form seines Lebens. Robert Stieglitz, habe ihn gerade eben selbst gefragt, er sollte mal so eine kleine K.O.-Prognose machen. Er hat es nicht gesagt. Er sagt, er will Weltmeister bleiben, ganz bescheiden und dezent. Zeichnet ihn auch das aus? Definitiv. Bescheidenheit zeichnet ihn aus. Wir wissen alle, dass er es drauf hat. Er hat die letzten 4 Kämpfe vorzeitig gewonnen. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Also das macht natürlich uns optimistisch. Vielleicht klappt es. Aber ich würde auch sagen, wir wollen siegen. Wie egal. Ob nach Punkten oder vorzeitig, das ist egal.